Willkommen zurück, meine Freunde. Ich habe euch schon mal den Weg hier hoch erspart. So, ich wollte mir ja hier gucken, dass ich diesen Schlüssel kriege. Und ich nehme mich vor solchen Jongleuren in Acht. Och nein, das ist der Vorstand. Ups. Der Vorstand. Ich werde wohl nicht drum herum kommen, mein komplettes Setup mitzunehmen erstmal. So. Ich glaube, ich mache das so, dass ich dass ich immer nur einen wahrscheinlich von denen mitnehme. Dass die immer so, also Pikachu will ich ein Level über dem Teamniveau haben. Ja, so ein bisschen. Atlas. Du bist doch. Atlas, kennst du diesen Jungen? Hey Ray, kennst du diesen Typen? Dieses Kind hat sich doch in den Kopf gesetzt, uns das Leben schwer zu machen. Und bedauerlicherweise ist er dazu auch noch ein exzellenter Trainer. Ja, verstehe. Dieser Typ ist sauer auf dich und will deshalb jetzt uns beiden das Leben schwer machen. Wie kindisch. So eine Unverschämtheit. Du wagst es, Atlas kindisch zu nennen? Da rüttelt ja jemand gewaltig am Ohrfeigenbaum. Oh, das ist ein Spruch, den muss ich mir merken für meine Kinder. Spaß. Kein Grund, sich zu ereifern. Okay, kein Grund zu ereifern. Ich weiß genau, wie ich mit solchen Gesindel umzugehen ist. Gibt es jetzt einen Doppelkampf? Oder schaut er wieder nur einfach zu? Ein Doppelkampf? Slime Rock und... Jetzt muss ich gucken. Warte mal, er hat das Dragosso? Schlagbohrer. Das ist Slime Rock. Das Beste wäre es eigentlich erstmal den Rüpelross. Jo! Ja gut. Schöne Öffnung. Jag erstmal dein Pokémon in die Luft. Ja. Schade den eigenen Team für dein eigenes Teammitglied mehr als allem anderen. Knochenmarang. Ja. Wir müssen eigentlich erstmal wirklich nur diesen Rocket-Rüpel da links rausnehmen. Wieder ein Pokémon, was detonieren kann. Deswegen, ich gehe jetzt einfach weiter auf den Rocket-Rüpel, dass wir dann ein Match generieren, dass der halt wirklich nur, ja, 1 gegen 2 machen muss. Au. Bam! Die Antwort. Flammenwurf. Ja, ich erinnere mich an dich, mit dem ich einen Flammenwurf. Warum machst du Energiefokus? Tu doch was. Nein. Ich mache Energiefokus mit meinem kleinen Pokémon. Ich muss erstmal mein Pokémon heilen und hoffe, dass der jetzt mit seinem Dragosso irgendetwas tut. Hier, das Radikal ist low. Mach es kalt oder irgendwas anderes. Danke. Damit kann man arbeiten. Okay, ich wechsle meinen Pokémon aus, weil er wird jetzt weiter Feuerattacken benutzen. Deswegen, Fukano wird den Treffer abfangen. Kriegt dadurch bessere XP, das ist schon mal sehr gut. Dragosso macht den jetzt erstmal schön Schaden. Ich hoffe es zumindest. Als ob. Kopfnuss. Nein, ich kann Knochenmarang. Nein, ich benutze keinen Knochenmarang. Ich benutze lieber die Kopfnuss. Der will mich doch verarschen, ey. Komm. Hier, Hitzewelle. Viel Spaß. Hm.
Jetzt tut das Tragosso fokussieren. Tschüss, Tragosso. Nein, es setzt weiter Kopfnuss ein. Will der Typ mich eigentlich ernsthaft irgendwie verarschen? Also ich meine ja nur. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt Blau besiegt hat. Nicht mit solchen Moves. Sorry. Ja. Ich schüttel gerade einfach nur mit meinem Kopf. Warte mal, was hat er als letztes gehabt? Ich schicke Pikachu rein. Golbat, ja, war doch mal eine richtige Vermutung. Donnerschlag, das will ich jetzt mal sehen. Auf geht's, Pikachu. Den Donnerschlag, bitte. Bye, bye. Schade. Ich hätte ein bisschen mehr Animation erwartet. Ja, wie könnte das schon wieder passieren? Was? Damit steht es fest, dass dein letzter Sieg gegen mich nicht durch Glück zustande kam. Ich habe dich unterschätzt, aber aus Fehlern lernt man. Ich werde mich in Zukunft vor euch beiden in Acht nehmen. Was zum Weg? Hattet ihr mir ernsthaft noch eine Ohrfeige gegeben? Schau mal, sie hat was verloren. Schlüsselkarte. Okay. Könntest du auch meine Pokémon heilen? Ah je. Okay. Dann. Ah, weil meine Pokémon sind geheilt sogar. Wow. Nun, dass mir das gesagt wurde. Gut, dann gehen wir jetzt gerade mal wieder ins erste. Welche Stockwerk sind wir? Dritter. Okay. Zweite. Erster. So, was haben wir denn hier? Ich will ja erstmal die ganzen Ebenen abklappern, ohne die Porter zu benutzen. Das mache ich eigentlich normalerweise immer. Danke. Weil die Sache ist halt, diese Porter bringen einen so oder so zu den Räumen hin. Ich glaube, es gibt nur einen einzigen Raum, den man mit dem Porter erreichen kann. Vielleicht auch zwei, maximal. Maximal zwei. Einmal, ja klar, den Weg zu dem Chef. Klar, aber sonst. Du hast sogar ein bisschen was. Dein Ernst? Spukball. Und weiter so, ist sehr effektiv. Volltreffer sogar. Ja klar, Smogmog hat eine sehr gute Defensive. Das kann man davon nicht vergessen. Okay, der letzte Treffer wird mein Todesurteil sein, deswegen machen wir jetzt mal Schaufler. Verwendet ja eh Spukball die ganze Zeit. So, und das war's für dich, Smogmog. Level up. So. Okay. Gut, ich wollte ja mein Team nochmal gerade ein bisschen so machen, dass ich einen davon drin behalte, alle anderen erstmal rausnehme. So. Weißt du, ich habe halt Angst zu überleveln. Ich habe noch zwei Routen, ja, die ich voll und ganz ausschöpfen kann. Aber ich will erstmal, dass die aufholen, ohne dass die anderen halt weiter überleveln. So. Oh, ich bin nicht von dem Rocket. Entschuldige. Danke. Ich habe hier eine TM.
Ich würde es nie meinen eigenen Pokémon beibringen, theoretisch. Aber hier kannst du sie haben. Wie sieht eigentlich der Zustand meines Teams derzeit aus? Nicht so gut. Spukbälle haben noch einiges an Schaden hinterlassen. Okay, einen Supertrank habe ich noch. So, okay. Das Stockwerk wurde erfolgreich durchkämmt. So, das ist das. Ist das das Stockwerk? Warte mal, hier unten ist ein Ball. Heil-Items bitte. So viel dazu. Okay, Stockwerk, Stockwerk, Stockwerk. So. Wer uns stört, ist ein Störenfried. Gut kombiniert, Sherlock. Dam, dam, da, da, dam. So, Alpollo. Da bin ich verleitet, den Schlagbohrer zu benutzen. Denn du könntest da Toxin in deinem Moveset haben. Tiefschlag, oh. Das kann ich verkraften, von Malpolo sowas einstecken zu müssen. So. So, okay. Okay, da haben wir nichts mehr. Da haben wir auch nur noch den Porter. Aber hier ist doch, Bingo. Ja, danke. So. Top-Lock-Parfüm. Hi. Ja. Ich arbeite lieber für Team Rocket als für die Sith Company. Okay. Sagt er das jetzt, weil er das sagen muss oder weil Baum? So. Ich mach Schaufler diesmal. Und tschüss. Gift-Hieb. Ziel verfehlt. Bitteschön. Tschüss, Slimer. Magma. Das ist ein schickes Pokémon. Und BAMS! Das war ein schickes Pokémon. Das ist damals echt keine schlechte Wahl. Ganz ehrlich. Jetzt hätte ich lieber das Aloha Sandama genommen, aber da konnte ich den Namen nicht ändern. Das finde ich doof. Wenn sich doch jemand den Namen gewünscht hat, dann muss ich das noch umsetzen, richtig, ne? Oh, was spielst du denn da? Oh. Ja, du musst da oben rechts lang. Nein, nicht da lang. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Meine Güte. Und die Leute... Fukano? Hallo? Komisches Fukano. Hier ist nichts und nochmals nichts. Also, ich glaube, der Porter ist der richtige. Wenn es noch sich an dem Alten orientiert. Fukano und der Bürostuhl. So. Oh, hier eine LAN-Party. Weißt du, hier sitzt der Chef, na, der Teamleader, und hier machen wir eine LAN-Party. Boah, hier haben wir übelste LAN-Party-Möglichkeiten. Angriff plus. Aber so große Räume hätte ich gerne mal. Vor lauter Angst habe ich mich hier versteckt. Ja, und hier rennt ein Kind mit einem Pokémon rum. Verdächtige Person gesichtet. Warum? Ich trage doch euer Outfit. So. Smogon. Los. So. Schlagbohrer. Bitteschön. Und tschüss. Dam, dam. Ich muss mal gucken, auf welchem Stockwerk die Heiletage war.
Zumindest wenn mir jetzt hier langsam die Punkte ausgehen. Theoretisch kann ich dich mit Durchbruch besiegen. Obwohl, ich mach Schaufler. Au. Kreideschrei. Ziel verfehlt. Bam. Weg mit dir, Elektroball. Und gib mir schöne Erfahrungspunkte, ja? Dankeschön. Vulcano hängt sich hier in allem auf, habe ich das Gefühl. Wartet mal. Ist das nicht... Ich kann mich auch irren. Kommt eine Interaktion. Vielleicht ist auch irgendein Bild nur kopiert, aber das erinnert mich sehr an die Super Smash Bros. Stage von, Diamant und Pearl. Die Kontrolle über die Sith Company übernommen. Rüpel von Team Rocket fordert dich heraus. Rüpel Team Rocket setzt Ratzfatz ein. Oh, ist das süß. So unfähig, deinen Ratzfatz zu entwickeln, ne? Das ist doof. Tut mir leid für deinen Ratzfatz. So. Oh, ein Slimer. Ganz gefährlich. Schaufler. Ich warte nur noch auf Erdbeben. Darauf freue ich mich schon. Moschbombe. Batz und tschüss. Sehr schön, der Rocket Rüpel wurde besiegt. So. Zack, was haben wir denn hier so? Ein Fluchtseil. Boah, okay. Und hier. Sternstück. Wenn man nicht weiß, was man hinpacken soll und dennoch die Slots da füllen möchte, macht man ein Sternstück dahin. Ihr hättet mir auch da einen Supertrank oder einen Hypertrank hinlegen können. Ein Beleber? Oder sowas, ja? Oder wie wär's denn mit einer schönen TM? 5 Superbälle. Dann halt nicht. Bingo. So, die Schlüsselkarte hat die Tür entriegelt. Bis auf den hier ist ja eh keiner da. Forscher Dieter fordert dich heraus. Voltoball. Okay, ein Voltoball. Durchbruch. Lichtschild. Oh, das ist natürlich sehr schön. Dann können wir mal Durchbruch in Aktion sehen. Batz. Nichts gibt's. Er lässt nicht locker. Wie Counterplane. Ja, ein richtiges Counterplay. Schaut euch das an. So muss das laufen. Ultraschall. 20 Schaden, okay. KP kann ich besser heilen als AP, deswegen... investiere ich das jetzt halt mal. Und zack. Hast du noch einen Voltoball? Ne, einen Elektroball sogar. Na gut. Schaufler. Ultraschall. Oh, süß. Ja, ganz ruhig, Sandan. Vergrab dich einfach und gut ist. Ist es schon komplett geritzt. Und tschüss. Sehr gut gemacht. Wow.
Wow, Level Up für Sandama, Level 36. Schwertanz. Nein. So ein Schwertanz-Sweep. Warte mal. Oh, der Tower da oben auf dem Bild. Der Zinnturm. So, hier kriegst du mal eine Limonade. Bitteschön. Ich muss unbedingt offscreen Limonade kaufen gehen. Damit ich meine Pokémon hier besser versorgen kann. Gut, der Stockwerk jetzt auch erstmal clean. Ah, ich glaube, einen packen wir noch. Oh, hallo Porygon. Hui. Dream Rocket will sich anscheinend von der Sith Company ein starkes Pokémon herstellen lassen. Oje. Ich will nicht, dass sie mir das Porygon wegnehmen, was ich erschaffen habe. Ich muss mit ihm fliehen. Das ist gar nicht so anzuschauen. Seit ich gegen dieses Kind mit diesem fiesen Blick verloren habe, sind meine Pokémon gar nichts mehr zu gebrauchen. Hier gibt es also keinen Kampf. So, keinen Kampf für dich zu holen. Lol. Team Rocket ist in Aufruhr wegen jemanden, der sich ins Gebäude geschlichen hat. Das bist du, oder? Nein, keine Sorge, ich bin das nicht. Ich gehe nur mit meinem Fukano Gassi. Euer Ernst? Ich gehe hier nur Gassi, ja? Fukano! Haha! Du hast Nerven, Team Rocket so respektlos zu begegnen. Ja. Wer ist hier wie respektlos? Also. Ihr macht euch hier doch einen Spaß draus. Oh, Zubats. Zubats sind die einzige Schwäche für meine Offensive. Aber wir können die dennoch versuchen, mit Eisenschweif in Zaun zu halten. Na komm, Last. Eisenschweif. Bam! Sehr gut. Die Erfahrungspunkte waren ja für Lau. Arbok. Arbok ist natürlich ein sehr interessanter Gegner. Hat mir schon ein paar Mal Probleme gemacht. Jetzt haben wir hier mal einen Schlagbohrer. Na, das bekommt ihr nicht, der Arbok, wa? Ich frage mich, ob das Game hier vorsieht, dass man die Bonbons davor schon benutzt hat. Ich glaube nämlich schon, aber... Nö. Ich will es erstmal weiter ohne versuchen. So. In diesem Stockwerk erforschen wir Pokébälle. Erforschen. Ich hätte gedacht, ihr seid eine Entwicklungsfirma, die eigentlich den Meisterball damals erstellt hat und entworfen hat. So. Schlagbohrer. Hui! Badabum. One Hit. Gut gemacht, Sandama. Volltreffer sogar. Sehr schön. Da-dam. Wie täuschend. Armes Bubu. Du findest einen Top-Eta. In die Medizintasche damit. So. Ja. Gerade eben wurde mir noch gemeldet, dass ein Kind hier rumstreuen werden soll. Ja. Und jetzt hast du es gefunden. Okay. Komm mal her. Dein verdammter Ernst. Du kommst mit einem Rettern entgegen.
Los. Bisher sind die 75% Wahrscheinlichkeit irgendwie noch nicht eingetroffen. Jetzt sind wir bei 50% Trefferwahrscheinlichkeit für diese Attacke. Lars, könntest du dich vielleicht noch ein bisschen regenerieren von deinem Zustand? Nein? Hypno. Dann eben Pikachu. Obwohl, eigentlich hätte ich ja Vulcano reinschicken müssen. Meditation. Egal. Macht halt Pikachu jetzt erstmal das. So. Oh, Pikachu hat ein Level-Up schon bekommen auf 42. Dann sollten wir mal wechseln. Ist mir ganz schon aufgefallen. Psychstrahl. So. Okay, und klatsch. Weg damit. Okay, ein paar Erfahrungspunkte, Rest seines Teams, sehr schön. Mir ist das gar nicht aufgefallen, dass Pikachu Level Up bekommen hat. So, dann würde ich sagen, Pikachu kommt erstmal. Wen schicken wir jetzt als Ersatz rein? Du, Floor. Deinem Team hinzufügen. Danke. So, immer, dass so einer von den Level 40ern immer noch ergänzend im Team halt ist. Einmal zur Absicherung auch. Medizintasche, Paraheiler haben wir noch welche. Sehr schön. Danke. Okay, damals war es so, dass man hier zweimal den Porter betätigen musste. Was ist da auf dem Bild zu sehen? Das könnte natürlich an die Höhenregion erinnern, aber ich kann es ganz ehrlich nicht sagen. Ich kann das nicht zuordnen. Ha, ein Nugget. Da stand die echt in dem Gang. Wer baut eigentlich so einen Gang hier entlang? Welcher Designer? Um den Chef hier schnell durchschleusen zu können, oder wie? So, Lichtkanone. Interessant. Wer kann Lichtkanone? Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, ich kann eigentlich das nächste Stockwerk noch reinschnuppern. So. Hallöchen. Flächen AP Plus, danke. Du hast ihm Rocket verraten. Ich glaube es ja nicht, dass du ungeschoren davon gekommen lösche. So, eine Güte. Bam. Dim. Radikal! Ja, Radikal ist noch ein süßer. Das machen wir schon. Süßer Schaden. Klatsch. Meine Antwort. Da-dam. Ein Golbat. Das kann mal wieder so ein bisschen tückisch werden mit der Eisenschweif-Attacke. Okay. Jetzt steht es zumindestens etwas besser. Okay. Golbat fordert dich heraus. Auf geht's, Last. Jetzt steht es wieder 50-50, ob wir treffen oder nicht. So viel kannst du gar nicht saugen. So, Last. Mein Sandarm allein. Haut sich erstmal selber eine rein. Du brauchst jetzt nicht blöd nach hinten zu gucken.
Es hängt alles von dir ab. Na, du hast einen Eisenschweif. Wenn der trifft, hast du das Match gewonnen. Geht doch. Ja, brauchst nicht zur Zweifel nach hinten zu gucken. Ich weiß, was ich tue. Hallo? Ich weiß nicht, ob das das Spiel ist oder ob wirklich mein Knüppel andauernd, also dass die Verbindung von so einem Controller andauernd abreißt. Das ist echt sehr, sehr komisch. Dann würde ich wirklich. Ich müsste eigentlich mal hier ein echtes Foto von diesem Setup reinposten. Meine Switch ist wirklich 20 cm, 30 cm maximal von mir entfernt, von dem Controller entfernt. Ja. Die Rocket ist plötzlich hier aufgekreuzt und hat die Kontrolle über das Gebäude an sich gerissen. Ja. Gab es diese. Sie müssen wegen dem unserer Produkte auf die Sith Company abgesehen haben. Sagen Sie mal, ich frage mich gerade, ob diese Bilder im Angebot gab. Also ich meine, die haben hier ja einige davon. Na gut, ich würde sagen, das war's für dieses Mal. Und wir würden uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also, bis dahin!